Viertelfinale in der Champions League. Das Hinspiel steht an gegen die Königlichen aus Madrid gegen keinen geringeren als Real. Und wir spielen mit der üblichen Formation, wie in den letzten Spielen bereits auch, mit dem 4-1-4-1-System. Huntelaar einzige Spitze. Logisch, dahinter die Zehner, Draxler und Renato Augusto. Bastos links, Fafan rechts. Also wir haben halt die nominell beste Aufstellung gewählt, meiner Meinung nach. Schauen, was rauskommt. Die Fitness lässt mich zu wünschen übrig bei unserer Mannschaft. Keine Ahnung, wo das liest, vielleicht nachher mal nachschauen. Aber jetzt erstmal heißt es, ein gutes Spiel liefern. Und das tun wir momentan schon. Huntelaar, klasse rückgeschickt, Draxler! Mit der Riesenmöglichkeit in der 7. Spielminute legt da das Ding am Tor vorbei. Klasse rausgespielt. Huntelaar in die Mitte gestartet. Dahinter schleicht sich Draxler davon. Kein Abseits gewesen. Klasse angespielt worden von Huntelaar. Und Draxler dann frei vor Casillas mit der Riesenmöglichkeit. Höwedes, starker Zwischengang. Fafan jetzt sucht nach vorne Renato Augusto. Und der wird gelegt von Pepe, müsste es gewesen sein. Der das Foul begeht nach 10 Minuten und gleich mal die gelbe Karte kassiert hier im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Nein, das war Raúl Albiol, der Innenverteidiger. Pepe spielt nämlich Sechser. Haben ihn gerade noch im Bild laufen sehen. Und jetzt Jefferson Fafan mit dem Freistoß. Haut direkt das Ding rauf. Varane blockt ab. Nochmal Fafan. Huntelaar dreht sich. Huntelaar! 13. Minute. 1-0 Schalke gegen Real Madrid. Klasse gespielt von Huntelaar. Von Fafan. Und Huntelaar dreht sich nur. Und haut das Ding eiskalt in die Maschen. Zum 1-0 für Schalke. Viertelstunde rum. Real kann man immer nach vorne. Schalke mit zwei Riesenmöglichkeiten und einem Tor. Jetzt Higuain. Garrix. Klasse. Wow, die Generalprobe am Betzenberg gegen Aufsteiger Lautern in der Bundesliga ging schief. Da haben wir noch zum ersten Mal nach 5 Siegen in Folge eine Niederlage kassiert. Hier in der Champions League läuft es halber. Also ich habe es bald geahnt. Wir sollten das letzte Spiel nochmal verlieren. Dann sind wir noch motivierter. Contrao. Die Köpfe waren halt schon in Madrid über das Spiel gegen Lautern. Huntelaar gestoppt von Modric. Luka Modric, klasse Ball auf Eriksen. Von Ajax und zusammengekommen. Eriksen wird gefault von Görgen Garrix. Sieht hier keine gelbe Karte. Der Österreicher gibt Freistoß für Real. Das müsste auch Luka Modric wieder sein. Modric, jawohl, mit der Freistoßflanke. Albiol ans Lattenkreuz und Bastos klärt. Sehr umständlich, aber wir haben das Ding verteidigt. Garrix und Augusto. Augusto, bisschen zu steif für den Hunter da vorne. Fabio Contrao, der Linksverteidiger von Real. Pepe gegen Augusto, klasse von Renato. Fafan mit dem Schlag nach vorne auf Huntelaar. Ramos kommt davor. Pepe, gut rausgespielt. Di Maria, nee. Schalker machen Stimmung. Khedira, klasse gegen Bastos. Di Maria. Di Maria und Neustädter verteidigt hinten mit mal. Bastos sieht Huntelaar. Zurück auf Augusto. Augusto raus auf Fafan. Fafan dauert zwar auch zu lange sich zu drehen, deswegen ist Contrao da. Di Maria gegen Büttner. Modric. Seitenwechsel auf Eriksen. Den kriegt er auch. Eriksen direkt die Flanke geschlagen. Höwedes vor Higuain am Ball. Und geklärt von Huntelaar. Realkampf von hinten neu aufbauen. Contrao, Eriksen. Gegen Garrix. Garrix, klasse. Nochmal Real. Pepe mit der Flanke. Higuain wieder Höwedes. Hinten stehen wir wieder sicher wie gegen Tottenham. Bastos bleibt an Ramos hängen. Aber Ramos mit dem Fehlpass. Draxler ebenso mit dem Fehlpass. Di Maria. Higuain. Higuain sieht nochmal Khedira. Der kommt über rechts jetzt. Sami Khedira. Büttner. Geht zu viel Körper. Gibt zu viel Körper, deswegen Freistoß für die Madrilenen. Wieder Luka Modric. Özil nur auf der Bank. Modric. Langes Ding nach vorne, aber unser Torwart Arthur Morales hat das Ding sicher. Morales, Fafan, gut verlängert. Neustädter mit dem Seitenwechsel, aber Khedira hat aufgepasst. Higuain. Nochmal Seitenwechsel auf Eriksen. Der ist ganz stark, der Mann. Eriksen. War eine Realitätskandidat bei Borussia Dortmund. Huntelaar gegen Albiol. Huntelaar, klasse, den Ball verwertet.
Und da ist schon Pause. 1:0 für den FC Schalke 04 im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League. Wir sind auf Halbfinalkurs momentan. Dürfen allerdings keinen Treffer mehr kassieren. Das wäre wirklich das Beste, wenn wir einfach keinen Auswärtstreffer kassieren. Also den Real kein Auswärtstor markiert. Wir gehen mal in die Pause. Klasse Leistung von unserer Mannschaft bislang. Nächste Woche tun wir auf jeden Fall was für die Fitness. Ein bisschen was. Weiß auch nicht, woran das, ich weiß echt nicht, woran das liegt. Halbzeitansprache. Lasst uns genauso weitermachen, dann fühlt sich alles zusammen, Leute. Spielergespräche, Höwedes, klasse hinten drin, unser Kapitän. Bastos macht auch ein gutes Spiel. Da ist immer noch die Frage, bleibt er, bleibt er nicht? Verpflichten wir ihn oder nicht? Neustädter motivieren wir noch. Genauso wie Draxler und Renato Augusto. Garis kriegt eine Massage. So wie Verfahren und Bastos. Also auf geht's in Hefte 2. Gegen Real Madrid. Di Maria und Higuain beim Anstoß. Und Higuain, der Pass findet nicht Eriksen, sondern Verfahren ist dazwischen. Renato Augusto, Huntela, Draxler. Bastos gegen Albiol. Schlecht gespielt von Bastos. Modric sieht Di Maria. Klasse Pass. Modric schickt Higuain, aber Kirchhoff ist da. Sehr schön. Und wieder Alexander Büttner. Bastos, Draxler, Huntela. Nochmal Augusto, Huntela, Augusto schießt, hätte er Fafan suchen sollen da, der wäre gestartet, aber der Schuss war nicht so schlecht. Und wir sehen auf die Ballbesitzstatistik, wir sehen mal, wir werfen mal einen Blick auf die Ballbesitzstatistik, da war 52% für unsere Schalker Mannschaft. Wir haben Real Madrid ganz gut im Griff, muss man so sagen. Die machen natürlich das Spiel, versuchen natürlich das Spiel zu machen, aber wir immer wieder mit gefährlichen Nadeln stechen. Modric jetzt, Neustädter, klasse. Also im Abwehrbund stehen wir sehr sicher. Huntela. Bastos. Nochmal der Hunter. Nochmal Bastos. Sieht Draxler. Draxler auf Huntela. Huntela weiter auf Renato Augusto. Renato Augusto. Oh! Fast ein Knaller! Des Brasilianers mit dem linken Fuß. Mit seinem schwächeren linken. Ich habe schon gedacht, warum schießt er denn aus der Drehung? Hätte sich nochmal vernünftig hinlegen können, denn Zeit hat er gehabt. Aber der Schuss war gar nicht so ungefährlich. Verfahren. Huntela. Augusto. Augusto vorbei an Varane. Augusto! 2-0 Schalke! Renato Augusto! Was haben sie alle geschimpft? Warum kaufst du einen Renato Augusto? Warum ein Augusto? Die 15 Millionen kannst du noch viel besser investieren. Der kommt jetzt erst in der Rückrunde so richtig. Blüht er auf, seit er mit Draxler noch auf der 10 spielt. Das ist 15 Millionen für mich wert, wenn wir hier ins Halbfinale kommen. Verfahren. Wird von Contrao gelegt. Gibt keinen Freistoß. Ball im Aus. Einwurf wenigstens für Schalke. Ja, was haben wir den kritisiert am Anfang der Saison in August? Er kam nicht richtig rein. Er musste sich wieder reinfinden. Jetzt hat er sich zum Stammspieler entwickelt bei unserer Schalker Mannschaft. Hat 3 Tore gegen Bayern gemacht. Und immer wieder gute Spiele gemacht. Jetzt bislang in der Rückrunde. Jetzt Real über Eriksen. Higuain. Gegen Neustädter, Higuain, die Flanke kommt nicht an, Draxler, klasse, mitverteidigt. Renato, auf Verfahren. Huntela, nochmal Verfahren. Nochmal Huntela, wollte ich sagen, Pepe ist dazwischen. Modric, Di Maria direkt geflankt, nix da. Also Real eher sehr unkreativ, was das Spiel nach vorne angeht. Versuchen immer nur mit vielen langen Bällen, Verfahren mit dem Seitenwechsel. Ramos, Bastos dazwischen. Aber wäre ja nur munter weggebolzt. Da haben wir es ja wieder gesagt. Real nur mit langen Bällen nach vorne, das bringt es irgendwie nicht. Die einzige große Chance hatten sie nach dem 1-0 von uns mit dem Freistoß da, der an die Latte ging. Verfahren, Huntela wieder. Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Huntela immer anspielbereit, verwertet die Bälle. Klasse gemacht hier der Holländer. Diesen Pass auf Bastos spielt. Bastos mit der Flanke. Varane vor Verfahren am Ball. Und wieder lange Bälle. Nur so kommen sie nach vorne. Jetzt Eriksen über außen. Der findet mal Higuain. Higuain gegen Höwedes. Klasse von Benny Höwedes. Wie der locker den Ball abgrätscht. Und jetzt in 79 Minuten drin. Jetzt können wir langsam mal ja, einen Wechsel bringen. Ganz klar, für Garix wird Uchida kommen. Frischer Mann. Für Verfahren Leon Goretzka ins Spiel. Neue Außenbahn. Die Leute sind müde, ganz klar. Langer Ball nochmal. Higuain. Oh, hört sich den Ball von Neustädter. Higuain. Eriksen, Eriksen, Büttner ist da. Bastos nach vorne. Huntela.
Nochmal Verfahren. Nochmal Huntela. Locker hin und her gespielt ist hier. Huntela. Verfahren. Klasse. Pass auf Michel Bastos. Den holt er auch. Jawohl. Bastos. Gegen Ramos kommt er nicht vorbei. Oh, Di Maria hat den Ball. Di Maria schlecht gelöst. Büttner. Eine feste Größe da hinten drin. Bastos. Draxler. Huntela. Seitenwechsel nochmal auf Verfahren. Gut gespielt. Kriegt er leider nicht mehr, der Jefferson. Jetzt nochmal Doppelwechsel. Jetzt legen wir den dritten auch gleich noch nach. Von mir aus. Dann kommt Andreas Hanschen für die linke Außenbahn ins Spiel. Frischer Mann. Geben wir mal den jungen Leuten hier die Spielpraxis. Gut, Uschi schon ein bisschen erfahren, aber Goretzka und Hanschen, die junge Flügelzange da, die kann man da mal reinwerfen. Özil kommt jetzt erst rein. 90. Minute für Angel Di Maria. Nachspielzeit läuft. Die Wechsel hier lassen die Zeit verstreichen. Benzema kommt auch noch, habe ich da gerade gesehen. Oh, oh. Contrao mit dem Einwurf. Pepe. Jetzt sind sie da hinten drin. Renato, jawohl. Bloß immer nach vorne kommen lassen hier die Leute. Langer Einwurf. Goretzka, Albiol. Augusto. Ah, ich dachte, den kriegt er nochmal. Und da Schluss. Wir stehen so gut wie mit einem Bein im Halbfinale der Champions League. Klasse Partie von unserer Schalker Mannschaft. Das Hinspiel gegen Real, also 2:0 gewonnen. Jetzt heißt es also auswärts, egal was, einen Punkt mitnehmen oder 1:0 verlieren. Scheißegal. Das wird ja richtig was Gutes werden, Leute. Ja, Leute, unfassbar. Am Wochenende verlieren wir noch gegen Lautern die Generalprobe an- und Abführungszeichen fürs Champions League Viertelfinale. Und jetzt gewinnen wir das Hinspiel gegen Real Madrid daheim mit 2:0. Klasse Champions League Saison, die wir hier dieses Jahr abliefern. Bester Mann heute, Klaas-Jan Huntela mit seinem Treffer zum 1:0. Und ich glaube sogar die Vorarbeit hat er geleistet, jawohl, zum 2:0. Dann Verfahren, eine klasse Partie, Renato Augusto, wie gesagt, eine klasse Partie. Da haben wir schon Worte drüber verloren. Stärke 80 auf der 10er Position jetzt. Der zahlt sich aus. Gucken wir mal auf die Statistik. 23 Spiele in der Liga, 6 Tore, 2 Vorlagen. 9 Spiele in der Champions League, 1 Tor. Ja gut, es zeigt sich noch nicht so aus, dass er gut ist. Aber gute Leistung hat er schon mal wieder gebracht in letzter Zeit. Draxler auch mit einer 3, hat da nicht ganz geglänzt, aber war auch super. Vor allem, wie er defensiv mitgearbeitet hat. Und Garix ja wollte. Also, zu dem brauchen wir ja wirklich nichts mehr sagen, zu den Garix, ne? Also, das ist unglaublich. Die Fitness könnte besser sein bei ihm, klar. Höwe, das hat auch einen guten Job gemacht, wieder mal. Stärke 83 jetzt, der ist ganz euphorisch, der Kapitän. Und Jan Kirchhoff bleibt so auf 77. Schauen wir auf die Statistiken. Ist der Sieg denn auch in den Zahlen mäßig verdient? Gucken wir mal nach. 8:1 Schüsse. 2:0 aufs Tor, 6 Schüsse vorbei, 8:1 Chancen. Ballbesitz 60-40%, der Sieg geht hochverdient gegen Real Madrid, hätte man sich das mal ausmalen können. Schauen wir auf die anderen Ergebnisse. Bauch Bayern schlägt Juve in Turin, 2:0. Schweinsteiger, Müller die Torschützen. Inter Mailand schlägt zu Hause Olympique Lyon mit 2:1, knappes Ergebnis. Und im englischen Duell setzt sich Manchester City durch einen Doppelpack von Carlos Tevez. Sogar ein Doppelschlag von TWS in der 30. und 34. Minute mit 2:0 durch. Interessante Rückspiele werden wir da haben. Wir haben es eher am schwierigsten, denn wir müssen das Ganze auswärts verteidigen. Nee, Inter Bayern hat es am schwierigsten, denn da reicht Lyon zu Hause in 1:0. Aber wir müssen einfach nur verteidigen. Ein Punkt reicht uns. Besser geht's nicht. Stimmen. Sehen sind was für Statisten. Ja, okay. Gut. Klasse Leistung von unserer Mannschaft. Warum? Oh, jetzt kommen die damit schon wieder an. Weil es uns halt einfach kein Platz ist in der Innenverteidigung, ein Papadopoulos spielen zu lassen. Verfahren fällt aus. Oh, fällt 3 Tage aus. Na egal. Zum Champions League Auftakt können wir fit sein. Verfahren soll. Papadopoulos soll ja sowieso spielen gegen Freiburg. Habe ich mal so entschieden. Uschida ist eh gesperrt. Herdner wieder auf die Bank. So, für Verfahren spielt Goretzka. Papadopoulos wird spielen für Benedikt Höwedes in diesem Spiel. Für Verfahren kommt dann Philipp Max noch in den Kader. So, wen werden wir noch spielen lassen? Also die Sturmspitze kann ich dann nicht auflösen, aber... Das ist die große Frage. Oder doch hier Jan Kirchhoff für... Kommt für Höwedes. Papadopoulos denn für Kirchhoff im Spiel? Ich würde sagen, für Linksverteidigerposition können wir mal Büttner eine Auszeit geben und Härtner ranlassen. Hat er sich einfach mal verdient. Ganz einfach. Moraes bleibt natürlich im Tor. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da können wir nicht Hildebrand stehen lassen in diesem Spiel. In diesem wichtigen Spiel, Ofan Wolfswinkel, ganz schlecht in Form. Ansonsten ist der Kader so gut, ganz gut bestückt. So werden wir spielen gegen Freiburg und Bastos sogar Stärke 80 momentan. Wow.
Also er liefert immer mehr Argumente, klar, aber er ist auch schon 30 und wir kriegen Clemens zurück noch. Also, ah, da machen wir uns Kopf, wenn es hier ruhiger ist wieder. Jetzt geht erstmal in die Champions League rein. Schauen wir mal, ein Training können wir da... Nee, einen Fitness-Experten können wir da nicht engagieren. Schade. Gut, okay, wenn wir jetzt mal ein Stückchen weitergehen. Nee, das war's immer für heute, Leute. Ich muss die Folge dann ganz schnell rendern und dann kann ich weiter aufnehmen. Das ist ja die heutige Folge, also heute ist sie gerade frisch aufgenommen worden. Mal gucken, ey, Brakowski ist gut in Form. Mal gucken, wie stark der ist. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Das sieht ja schon schick aus. Den werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal verleihen. Gut, Leute, das war's jetzt mal für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.